Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um meine 5 Top-Geheimnisse für meine Haare. Und ich dachte mir, wenn wir schon ein Haarvideo machen, dann aber richtig. Deshalb habe ich auch eine Frisur gemacht, extra für euch, so dass ihr auch in Stimmung kommt. Also ich beginne mit meinem Shampoo und meiner Spülung. Das sind diese beiden Schätzchen von L'Oreal. Everpure heißt die Linie. Also das ist wahrscheinlich ein neues Design oder keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es das auch in Everrich. Das ist so goldig dann. Das ist einfach für gefärbte Haare. Ich benutze das echt gerne, weil es gibt meinen trockenen, gefärbten, gebleichten Haaren sehr viel Feuchtigkeit und schützt einfach auch meine gefärbten Haare. Und es riecht wieder so gut. Es riecht wirklich gut. Ich glaube, bei mir ist viel mit der Nase. Das Shampoo trage ich nur oben auf. Ich massiere es oben ein. Und die Spülung, die kommt bei mir nur unten in die Spitzen, weil ich habe gemerkt, wenn ich die Spülung auch oben drauf tue, dann sind meine Haare platt nach dem Föhn. Ich habe es auch wirklich mal so gelesen, dass man die Spülung eigentlich nur unten, wo die Haare auch kaputt sind und die Spitzen ein bisschen abgebrochen sind, vielleicht auch, dass es da eigentlich hilft und oben macht es meine Haare relativ schnell fettig. Dann habe ich von derselben Produktlinie, Everrich, einfach diese goldige Edition, noch ein Haaröl. Das trage ich auch hier unten auf meinen Spitzen auf. Es macht die Haare unglaublich weich. Es riecht natürlich super gut. Und vor allem nach dem Föhn, wenn meine Haare so trocken sind und glanzlos, bietet sich das echt gut an und ich schmeiße es eigentlich jeden Tag auf meine Haare. Dann habe ich eine weitere Linie, die ist von Claudia Schiffer. Ich weiß, ich bin ein bisschen ein Addict. Ich habe alle. Ich weiß nicht, ob ich stolz oder peinlich berührt sein sollte. Ich liebe besonders diese 2 Produkte. Die BB Beauty Balm und das Biotin Volumen. Nach dem Duschen benutze ich gerne diese BB Balm. Und zwar massiere ich die wieder nur in meinen Spitzen ein. Das hilft einfach. Es ist ein Repair, so eine Creme. Und dann knete ich das schön in meine Spitzen. Und obendrauf auf den Ansatz kommt dieses Biotin Volumen. Ich habe vielleicht schon mal gehört, lässt auch eure Haare schneller wachsen. Also man sagt, es ist einfach ein Nährstoff für die Haarwurzeln. Also ich mache meistens das in die Spitzen, das Bibi. Und das dann mache ich oben auf den Ansatz drauf, bevor ich meine Haare föhne. Und dann gibt es natürlich auch nach dem Föhnen so ein Glanzspray für vor allem gefärbte Haare. Und das ist ein Hitzeschutz. Für mich das perfekte Quartett von Claudia. Kommen wir zu diesem kleinen Baby. Das ist ein Volumenspray von Kerastase. Yeah. Absolut der Hammer, finde ich. Ich kann es euch gerne mal zeigen. Also, soll Volumen verleihen. Wir testen es gleich mal. Ich meine, ihr müsst das natürlich schön hinten überall drauf pappen und dann, aber ihr seht, jetzt fängt es an zu kleben. Ja, jetzt ist es trocken. Jetzt kann ich theoretisch das so hochhalten und es bleibt. Probiert es mal aus, wie lange es bleibt. Ich mache es jetzt wieder runter, sonst sehe ich aus wie eine Verrückte. Aber auf jeden Fall für mich, wenn ich platte Haare habe, dann ist das für mich auf jeden Fall eine super Option, um ein bisschen Volumen zu verleihen. Und last but not least, mein Trockenshampoo von Syoss. Den benutze ich vor allem, wenn ich keine Zeit habe, meine Haare zu waschen. Ich weiß, ich wasche meine Haare nicht jeden Tag, weil die sind super, mega, krass lang. Und ich habe keinen Bock, jeden Tag meine Haare halbe Stunde zu waschen, halbe Stunde zu föhnen. Deshalb benutze ich dieses Trockenshampoo. Wenn der Ansatz wieder einmal durchfettet, dann schüttle ich einfach wieder gut ein paar Spritzer obendrauf.
Und dann kämme ich das gut aus, weil es ist ein Pulver und man soll ja nicht irgendwie noch Pulverreste sehen oder so weiß hier oben. Sonst meint man vielleicht noch, ihr habt Schuppen. Für mich funktioniert das echt super. Ich kann mit dem mindestens noch einen Tag auszögern, wenn ich wirklich am Morgen aufwache und denke, oh Gott, mein Ansatz sieht schrecklich aus. Rettet mir das echt den Tag. So, das waren meine 5. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber ich habe Extensions drin. Echt sehr gut gemachte Extensions, wie ihr erkennen könnt. Und zwar habe ich jetzt alle bis auf dieses eine Strähnchen eingearbeitet, um euch das auch zu zeigen. Wie ihr sehen könnt, es ist ein Ombre. Hier unten wird es heller und oben ist es praktisch so dunkelbraun. Es sind solche Clips, die ihr öffnen könnt unter eurem Haar. Klickt es rein und ihr habt eine riesen Haarpracht. Ich weiß, ich hätte es eigentlich nicht nötig wegen der Länge, aber ich mache es auch nicht wegen der Länge, sondern mehr wegen der Fülle. Schmeiß mir gerne meine Extensions rein und dann habe ich wieder diesen Boom-Effekt in meinen Haaren. Und ihr seht, es ist echt easy. Also wenn ihr gerne ein Tutorial sehen würdet, wie ich das mache, oder wenn ihr noch mehr Fragen zu den Extensions habt, dann stellt sie mir einfach unten in meinem Kommentar, weil eigentlich war ja nicht das Thema Extensions, aber ich konnte es mir nicht verdrücken. So, ich glaube, das war's. Das war alles, was ich euch heute zeigen wollte. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie einfach. Und dann hoffe ich, ihr schaltet das nächste Mal auch wieder ein. Ich bedanke mich bei euch und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Tschüss, eure Anna May. Also ich liebe es, wenn ich so viele Haare habe. Ha, ich kann sogar ohne Bikini rausgehen.